Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. 15.600 der Marke ist relativ dicht dran. 40 Punkte. Ich versuche hier die erste Position zu platzieren und wir sehen, vom Kontostand 0,008 sind wir mittlerweile. Das heißt, ich erhöhe jetzt meine Positionsgrößen wegen mit der Aufrundung, also 008 Einstieg gewählt, die Falle 15.607 Long, 15.592 Short, die erste Box. Wir bleiben in diesem Chart hier und gehen einmal in die Vergangenheit. Letzte Woche am Freitag 34er Boxen, hier die 28er, aber auch hier relativ im späten Abend oder Handelsverlauf und sehr, sehr ruhig. Denn am Freitag hier gab es keine, ups, so die 16er Box hier, Entschuldigung, eine 12er hier oben, die sauber in den Gewinn gelaufen ist, eine 23er, die ist sauber in den Gewinn gelaufen, eine 11er. Ja, also da blicken wir drauf auf die Blue Boxen, bleiben wir heute bei den Blue Boxen und gehen direkt mal in unser Analyse-Tool und blicken mal, ob wir hier auf den großen Zeitebenen 15 Minuten eine kleine Box sehen. Die letzte war hier die 26er, die ist schon etwas älter, auf 30. Auf 30 haben wir den USD-Yen hier, der noch mal reinkommt. So, jetzt wird einmal aktualisiert. 30 Minuten. Zweier hier, die ist direkt in den Gewinn gelaufen. Die 28er ist relativ alt. So, ich muss einmal in mein Zeitraum anpassen heute. So. Okay. Also da treten wir erstmal nichts Kleines. Kommen wir zu den Vola-Boxen. Die Vola-Boxen, meine Damen und Herren, das sehen wir, das Feld am Freitag. Einmal oben, einmal unten hier. Der noch mal reingelaufen, da oben raus. Wo kommen die Vola-Boxen heute raus? Bei 15.589. Ja, da sind wir so direkt bei der Markteröffnung. Also da ist noch kein richtiger Move da. 89 zur Hedge-Auflösung. Das wäre dann hier bei 89 oben. Ist relativ dicht bei der Markteröffnung. Da gehen wir also nicht mit einem erhöhten Risiko erstmal rein, sondern bleiben bei unseren Einstellungen und hier auch den Wechsel von 0,08 zu 0,08. Gut, MTX, haben wir eine rote Sonne, eine blaue Sonne und rotes Pfeil, blauen Signalpfeil. Das sieht auch aus, als wenn wir heute ein bisschen ruhiger starten hier, den Montag. Gut, ich melde mich gleich nochmal, 8.34 Uhr, 122, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Aber hier sehen wir bei diesem Markt, der ist Long. Gehen wir Bitcoin rein, wieder bei 61.000. Also Bitcoin, das All-Time-High hier oben. Und wir sind im Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Short für Bitcoin.
Wichtigster Markt ist der Dow Jones. Daily Long, auch hier All-Time High. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Minuten Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist der S&P 500. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also hier klare Tendenzen. Nasdaq, Technologiebörse, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde auch Long, 30 fast Long, 15 Minuten Long und 5 Minuten auch Long. Also die Technologiebörsen alle Long. Öl, Daily Long, All-Time High, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Bei Öl bleiben wir jetzt einen Augenblick noch stehen. Tagesstrategie Pro. So, gehen mal eine Etage weiter. So. Und wir nehmen die Fibos mal. So, jetzt sind wir an dem Zielmarke 127er angekommen. Das ist also die Extension hieraus. Wenn man jetzt noch mal weitergehen würde, dann haben wir hier oben ein bisschen kleiner. Ups, ich weiß nicht, ob man das hier, kann ich gar nicht weiter kleiner machen, aber dann wäre dort oben der Bereich. Also ich bin gespannt im Öl, wann es denn mal zum Luftholen kommt, dann muss ich auf jeden Fall aktiv werden hier in diesem Ölchart. Okay, kommen wir zu Gold. Zickzacklinie. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long Gold. Und der letzte Markt, den wir haben, ist DAX. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also amerikanische Indizes alle long, ja, spricht eigentlich eher für den heutigen Tag auch hier, dass wir stärker reinkommen. Die Trading Range aktuell 29 Punkte. So, Countdown läuft, 39, 20 Sekunden bis zum Start. Und wir nähern uns dann auch gleich der Vola-Box, Big Number. In Anmarsch 14, 10, 9, 6, 5, 3, 2 und los geht's. So, Vola-Box und Big Number, beides jetzt platziert. Wir sind in der Vola-Box im Markt und das heißt, ich werde auch die Big Number rausnehmen. Wir werden uns auf die Vola-Box hier konzentrieren. Keine Hedge-Auflösung aufgrund der Dichte der Markteröffnung, aber wir sehen hier, es kommt zu dem Ausstieg. 15 Punkte erreicht und das war unser Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Verabschiede mich jetzt bei den YouTubern und wir hören uns morgen wieder. Gute Trades.